Willkommen zurück auf Minibrunn beim Landwirtschaftssimulator. Wir sind mitten in der Kartoffelernte und Johnny ist schon dabei, unser zukünftiges Maisfeld vorzubereiten. Genau, auszubereiten. So rum. So, was ist denn da hinten eigentlich? Wächst da schon was oder ist das Unkraut? Im Wachstum. Unkraut. Juhu. Johnny, wenn du hier fertig bist. Helfer, die hat einen fast vollen Korntank. Das ist unsere Kartoffelanlage. Jawohl. Das heißt, wir dürfen jetzt mit dem Überladewagen überladen. Ich habe mir das mit dem Wagen nochmal angeguckt. Ich glaube, der andere funktioniert auch. Nur, da muss man auch wieder, so wie bei dem hier, genau auf den Winkel achten. Wie der angekippt ist und so. Also irgendwie sind diese Überladewagen ein bisschen heikel. So. Aber das Abladen funktioniert. Die Ernte läuft und das ist das Wichtigste. Weil wenn ich da oben rechts in die Ecke gucke, brauchen wir eine Menge Geld. Wenn wir uns das nächste Feld leisten wollen. So. Okay, danke, das war's. Können wir jetzt nämlich hier schön in unseren Absetzcontainer schmeißen. So. Na super. Boah, dann haben wir den ganzen Kartoffelcontainer voll hier. Das ist eine coole Ernte. So. Du bist fertig. Super. So. Da kannst du dich nicht gleich mal um das Unkraut kümmern hier. Holla, die Waldfee, ist das viel. So. Ja, hier liegen noch zwei Bäume rum. Die können wir auch verkaufen. So, wo ist unsere Wiesenschleppe hin? Wo sind so Wiesenschleppe? Ach, die ist zur Reparatur. Da müssen wir gleich mal in der Werkstatt fragen, ob die schon fertig ist. Was stehst du hier eigentlich rum, Karl? Alle arbeiten und du nicht? Mais. Alles klar. Mais, super. Jetzt funktioniert das.
So, und wir holen mal unsere Wiesenschleppe. Mal gucken, ob die schon fertig ist. Sie ist fertig. So. Na dann würde ich sagen, Johnny. Dann schlepp mal die Wiese. Helfer D hat einen fast vollen Korntank. Ja, ich komme. Geht das noch? Geht noch. Okay. Fast voller Korntank warst du. Schütte die nicht daneben, mein Freund. So, von hier sieht's besser aus. Sieht doch schön aus, wie ihr sie auflädt, wa? Alles in Ordnung. Wunderbar. Hier auf Minibrunn läuft es einfach. Keine Raumschiffe, die einen abschießen. Keine Creeper, die einen überraschen. Keine Skelette mit Pfeil und Bogen. Ah, das ist schön entspannt. So mag ich es und so muss es sein. Sag Bescheid, wenn du mich wieder brauchst. Ich werde hier mal gucken. Ja, ein paar Punkte lässt er immer übrig. So ein Mist. Aber warum geht das hier schon als gedüngt? Ach so, gedüngt ja im Sinne von, da macht er ja noch. Jetzt zählt er das hier und dann ist es nicht mehr gedüngt. Okay, muss gepflügt werden. Dann kann ich hier schon den Pflug ranholen. Mann. Okay. So, was machst du hier? Wiesenschleppe. Okay. Und das Maisfeld ist auch fast fertig. Boah, finde ich das cool. Wisst ihr was? Wenn die alle arbeiten, werde ich auch was tun. Ich werde jetzt hier die ganzen Bäume umkloppen. So.
2. Nummer 3. Nummer 4. Nummer 5. Oh, der sieht gut aus. Nummer 6. Und Nummer 7. Gehört ihr auch noch zu unserem Land? Dann ist das nämlich Nummer 8. Hä? Ist das wieder so ein verbackter Baum? Wow, wow, wow. Wow. Holla, die Waldfee, was ist mit dem los? Alter. Holla, die Waldfee. Ja, das passiert bei Windstärke 11. Junge, Junge, Junge. Was denn mit dem Baum los? Okay. Weiter geht's. B hat einen fast vollen Korntank. Schwupp. So muss ein Baum fallen. So. Und wir werden uns jetzt noch schnell um den fast vollen Korntank kümmern. Wer bist denn du? Du bist fast voll? Dann muss der hier helfen. Ich eile zur Rettung. Och, ernsthaft. 10 Meter, mein Freund. 10 Meter hättest du noch gebraucht. Zehn verdammte Meter. So. Ja, schütt mir die noch aufs Dach. Danke. Ah, jetzt macht er automatisch.
Ja, super. Wie sehen eigentlich die Preise jetzt aus? Hier, das brauchen wir noch als Hühnerfutter. Kartoffeln. 369. 312. Eier, 3600. Hackschnitzel, 156. Erholt sich langsam. Gewaschene Kartoffeln könntet ihr annehmen. Ach so. Jetzt brauche ich eine Kartoffelwaschmaschine. Und 1600 für Soja. Na gut. Was läuft jetzt hier eigentlich? Soja, wa? Ja. Okay. Wachstum, Wachstum. Was machst du da hinten? Warum hast du das da hinten nicht gesehen? Oh Mann. Wie jetzt? Du willst mir jetzt aber nicht sagen, dass du voll bist, oder? Du hast jetzt keinen Absetzcontainer, randvoll. Wollte schon sagen. Okay, so. Irgendeiner war jetzt mit der Arbeit fertig. Du nicht. Du. Und bei dir haben wir gesagt, du hast da hinten gepfuscht. Super. Dann werden wir uns in der nächsten Folge mit dem Trecker hier um die Bäume kümmern. Hackschnitzel machen, Stämme verladen. Helfer D hat einen fast vollen Korntank. Schon wieder? Helfer D hat einen fast vollen Korntank. Das heißt, wir werden noch ganz schnell Helfer D abtanken. Jetzt hat er vollen Korntank. Alles klar. Gut, ich tanke hier ab. Ihr schaut euch das nächste Video an. Es gibt ja noch genug. Und dann würde ich sagen, hier sehen wir uns morgen wieder. Und bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und see you later.